Hallo Leute und willkommen zurück zu einem Let's Play von die Sims 3 Jahreszeiten. Ja, wie ihr schon seht, sind wir im Einzug und dieses epische Bild ist doch eine gute Einleitung. Und ich bin wieder nicht alleine, denn mein guter Freund sitzt wieder neben mir. Hallo YouTube. Ja, Leute, so, jetzt ziehen wir einfach mal ein, keine Beziehungen bearbeiten. Ziehen jetzt einfach mal in diese hübsche Stadt ein, holen uns eine kleine Wohnung und sterben. Genau. Nein, natürlich nicht. Das Let's Play wird natürlich noch etwas weitergehen. Das ist jetzt, glaube ich, schon der vierte Part und wir sind gerade im Einzug. Das finde ich kacke, weil YouTube mir nicht erlaubt, die Erlaubnis gibt, länger als 20 Minuten aufzunehmen. Also müssen wir uns damit wohl zufrieden geben. Beziehungsweise ich. Und ich würde mich echt freuen, wenn ihr ein paar gute Kommentare hinschreibt. Also ich hoffe, dass es gute sind. Ich werde mir natürlich noch durchlesen und gucken, was ich besser machen kann. Ich habe gerade den ersten Part gerendert und ich lasse ihn auch gerade hoch. Ich weiß, am Anfang fehlt Hallo und herzlich willkommen. Da kommt nämlich noch ein Play zu den Sims 3 Jahreszeiten, weil mein Fraps bzw. mein PC irgendwie den Anfang nicht aufgenommen hat. Also seid mir deswegen nicht böse und Fraps scheißt, lässt mein PC abscheißen. Das gefällt mir nicht. Okay. So, wo ziehen wir ein? Am besten ist das. Oh, jetzt muss ich die Stadt erstmal komplett neu aufbauen. Ach ja, und wir werden möglichst versuchen, immer in Kooperation zu Let's Playen, also mit Gastkommentator. Also, wir werden es versuchen, aber es wird wahrscheinlich nicht immer klappen. Genau. Von der Zeit her, weil ich habe meistens was zu tun, er hat meistens was zu tun. Wird etwas schwierig und Fraps nimmt gerade nur mit 9 FPS auf, das gefällt mir nicht. Was haben wir denn hier? Ein Studio, ein Badezimmer, kein Zimmer? Was zur Hölle? 1000 Stockwerke. Studio. Können wir uns ja auch nichts anderes leisten? Hinten ist, glaube ich, ein Häuschen. Da kann man sich ein Häuschen leisten. Da sind Häusle. Ein Zimmer. Ein Zimmer. Ein Zimmer. Ein Zimmer? Wollte ich mich eigentlich alle verarschen? Ach, komm, nehmen wir mal das Häuschen, so am Stadtrand. Können wir die Garage zu einem Zimmer umbauen? Ja. Ist einfach besser als mitten in der Stadt in so einer Pups-Wohnung zu wohnen. Dann wohne ich in der Garage. Ja, würdest du mir etwa sagen, wir müssen uns ein Zimmer teilen? Eine Garage ist das größte Zimmer. Ja, okay. Außen Mädchen, Privatsphäre, ne? Du hast davon gehört? Offensichtlich nicht. Ach, Sonst du würdest du nicht Zocker. fragen. Und ich bin gerade so glücklich, weil ich herausgefunden habe, wie man mit Camtasia schneidet und rendert. Er will das am liebsten der ganzen Welt in die Fresse reinschreien. Oh, Leute, wir sind gerade noch kurz essen gegangen und ich habe mich so gefreut. Ey, ich saß noch so richtig happy mit so einem fetten Grinsen auf am Tisch und habe mein komisches Dingsdabumstag gefressen. Das war irgendwie so eine Teigtasche. Ich bin gerade so happy. Ich habe so das Gefühl, als ob YouTube mir ein Zeichen geben würde. Du bist. Du bist auserwählt zu Let's Playen. Weil ich habe so oft, ich habe schon fast. Wow, Scheiße laut. das ist laut, das ist laut, das ist laut. Warum hast du laut gemacht? Laut, 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 laut. Immer noch nicht leise genug. Okay, so ist besser. Jetzt. So. Ich war jetzt bei dem Zeichnen, genau. Weil ich habe sehr heftig probiert aufzunehmen. Also ich habe echt alles probiert zu schneiden. Selbst Alisa von meiner Seite, wir haben es meistens versucht zusammen zu probieren, weil ich alleine hätte es 100%ig geschafft, aber irgendwie habe ich es doch alleine hingekriegt. Alisa ist nur daneben, hat mich aber so angeguckt. Musst du dir ja auch bei den Hashtag machen. Ja, ich war nervös und wollte mir erst ein paar Zutaten mitkriegen. Richtig schon wieder schnell. So, ich wollte das einfach so schnell wie möglich hinkriegen und einfach die Sache aus der Welt schaffen. Und ja, ich denke einfach mal. So, wir haben kurz eine Beschränkung gehabt. ja, wir. Was wollte ich sagen? Ja, genau. Ich habe schon wieder was gehört. Let's go.
können uns ein Doppelbett, sag ich schon, ein Hochbett. Zwei Etagen können wir uns kaufen. Oder jeder so eine einzelne Ecke. Ich glaube, eine einzelne Ecke ist gut. Ja. Jeder seinen Bereich. Ich schlafe nicht auf dem Garagentor. Also am Garagentor. Nee, ich auch nicht. Ja, okay, dann mache ich's halt. Oder wir können das Garagentor einfach ausbauen. Ey, das ist jetzt wertvolle Aufnehmzeit, die wir hier gerade verschwenden. Nur mit Reden. Ja. Und. Langsam geht uns der Redungsstoff aus. Ja, eigentlich wollte ich das ja alles erwähnen, während ich baue. Aber anscheinend müssen wir das Bauen auf einen neuen Part verziehen. Weil Fraps hier meinen ganzen PC abscheißen lässt. Oder wir könnten erst Fraps ausmachen, einziehen lassen und wieder eine Nummer aufnehmen. Ja, können wir auch machen. Und dann schneide ich das einfach zusammen. So, Leute, dann Ciao. bis gleich. Hallo Leute, hier sind wir wieder. Ja, das hat etwas mit Fraps echt gehabt. Lag echt am Fraps. Ich habe gerade Fraps ausgemacht und sofort ging's. So, und das ist unsere kleine Stube. Die ist größer, als ich erwartet habe. Oder hatte. Ja, doch. Ja, die ist doch. Oh, ich hasse Fraps. Irgendwann bringe ich Fraps um. Auch wenn das höchstwahrscheinlich unmöglich ist. Weil es immer noch auf dein PC scheißen wird. So, ich würde einfach mal sagen, wenn wir genug Geld haben, bauen wir eine zweite Etage. Und verkaufen erstmal hier die. Hallo? Leck. Ach so, es war ja noch im Real-Life-Modus, sage ich jetzt einfach mal. Ich höre selber nicht, ich klopfe gerade auf die Tastatur, weil ich muss lauter machen. Sorry, falls es euch stört. Ja, es geht. Das Bad lassen wir einfach mal so. Die Küche habe ich auch nichts zu meckern. Ich gleiche mir einfach mal unser Zimmer einigermaßen okay. Ja, jetzt will ich wenigstens etwas Musik. Das gefällt mir. Wir müssen also Knastbett haben. Obwohl, wir haben jetzt 7.000. Da. Ja, Knast. Oder wir nehmen einfach das, den schlafen. Blanke Knochen. Ja, Hört die sind sich da. richtig knastig an. Die sind nicht blank, die sind komplett kaputt, wenn du drauf geschlafen hast. Das ist ja von einem Traum. Ich meine, Lebensfreude. Das finde ich ganz cool. Ich mag das Addon total. Das war mein erstes Addon, was ich mir gekauft Du habe. hast das Bett gerade in der Lampe gesetzt. Na, die Lampe ist daneben. Hier. So, dann schlafe ich oben. Ich schlafe oben. Ja, falls irgendwer kommt. Dann bist du der Erste, der stirbt. Kannst dich drauf freuen. Ich Eigentlich sieht wusste das mir gar aus wie nicht. so eine, wie soll ich das nennen? Das sieht aus wie so eine Abstellkammer und da schläft jetzt unsere gute Anna drin. Genau. Ich habe mir den Namen gemerkt. Ich bin nicht so schlecht, wie alle denken. Super. Ich habe mir den Namen echt gemerkt und ich glaube, die Zeit ist auch gleich schon vorbei. Ja, Also richte ich kurz ein und dann ist die Zeit auch vorbei. Alle sind natürlich auch wieder traurig. scheiße. So, ich richte einfach nur kurz, einfach ganz schlicht und einfach die ganzen Zimmer hier ein. Weil wir haben echt nicht viel Auswahl. Wir müssen aber hier mal etwas vollklatschen. Das geht im Moment nicht. Wir sind arme Schweine. So, hier machen wir mal so ein grünes Ding hin. So kurzfarbig. So, dann machen wir noch schnell so ein Zimmer. Unser Zimmer ist riesig. Ja. Aber ich finde es ein bisschen doof, dass wir uns teilen müssen. Wir müssen uns immer sehen, ob das ist ekelhaft. Danke. Sag ich immer so. So, hier stellen wir so eine kleine Essecke hin. Das finde ich ganz süß. Das Haus habe ich, glaube ich, nie gehabt. Ich habe, glaube ich, das Parallelhaus hier gehabt. Da. Irgendwo. Ja, genau das hatte ich immer. Das hatte so einen kleinen Balkon gehabt, den man nicht betreten konnte. Das fand ich etwas doof. Auch so, ziemlich unlogisch fand ich das. Hier haben wir mal so Klappstühle. Sieht immer am besten aus. So schwarze Klappstühle. Dann kann die Party beginnen. Yeah. Setzen sich alle auf die Partystühle und starren sich an, während sich die anderen in die Hosen scheißen. Gegenseitig. Bäh. Schön zu wissen, Ali. Ja, so verbringe ich meinen Alltag nicht. Hoffe ich mal. Ich hoffe es wirklich sehr, dass du es so nicht machst. Das ist nämlich ziemlich ungesund, habe ich gehört. Von wem? Von wem denn wohl? Von einem Klassenkamerad. Ich will jetzt keinen Namen erwähnen, ich will es niemandem schlecht machen. Ali. Hehehehe. Oh, einfach nur episch. Ja, so geil aus. Ich meinte einfach nur unser Gespräch, ich meinte nicht die Wohnung. Wenn das geil aussehen würde, ne, ich Ja, für so. ja, ist nicht schlecht, aber ich find's Sagen auch wir jetzt. nicht gut. Ja, gut ist was anderes, ganz ehrlich. So ein Kaffeetischchen. So eine Standardwohnung. Na, außerdem ist es ein Haus. Und wir machen eine Stereoanlage rein, weil ich möchte jetzt keine.
Individu. Blablabla. Ich wollte jetzt keine Musik von irgendwem benutzen, weil es auch hinterher keinen Stress gibt. Eine große wollte ich eigentlich haben, die sieht ja. Holz, aber. So. Ja, das ist okay, ein Holz. Vollkommen ausreichend. Passt wenigstens ein bisschen zum Sofa und zur Dekoration. Welche Dekoration? Gut, so Leute, ich glaube, das war's jetzt auch wieder. Ja, es tut mir echt leid, dass ich nicht länger aufnehmen kann. Aber für diesen Part war's jetzt auch wieder. Und ich schätze mal, den nächsten Part gibt's erst morgen. Oder vielleicht später von mir alleine. Ich sage auf jeden Fall ciao für heute. Oder beziehungsweise für diesen Part. Und Alia das letzte Wort. Ciao.